Es ist wieder Wochenstart und es geht wieder los wie jede Woche mit einem Smoothie. Und zwar heute mit ungeschälten Hanfsamen, mit Buchweiz, mit Chlorella-Algen, mit Kelbalgen, mit Brennnessel, mit MSM-Pulver, mit Moringa-Pulver, mit Gerstengraspulver, mit Neem-Pulver, mit Weizengraspulver, mit Ginseng-Pulver, mit Bio-Erbsen-Proteinpulver, was ich jetzt neu gekauft habe. Das ist dieses hier. So, genau. Dann, weil ich einfach mal probieren will, mal ja, wieder mehr Proteine zu mir zu nehmen, ob es da irgendwie einen Effekt gibt oder sowas. Und genau das. Dann habe ich frischen Brokkoli, frische Granatapfelkerne, gefrorene Himbeeren, gefrorene tropische Früchtemischung, Braunhirse. Dann habe ich Bananen, rote Beete, Pastinake, frischer Spinat und Bananen oder so. Genau, das dürfte es gewesen sein. So, jetzt gibt es was, was definitiv den Weg auch wieder finden wird, hin in meine Rezeptsektion. Und zwar sind das hier pasteurisierte Tomaten zusammen mit Cashewnüssen und Champignons, zusammen mit Zucchini-Nudeln. Das alles roh, bis auf die pasteurisierten Tomaten, die sind natürlich kurz erhitzt worden. Und das habe ich dann zusammen mit warmen Erbsen genommen. Und das schmeckt so geil, also das ist wirklich der Hammer. Mache ich definitiv noch Rezept komplett mit Menge und so weiter, aber das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das schmeckt richtig, richtig geil. Und zum Nachtisch gibt es noch ein paar Weintrauben. So, morgen gab es denselben Smoothie wie gestern. Ich habe natürlich wieder vergessen aufzunehmen. Aber heute früh gab es auch wieder einen großen Smoothie. Heute war mal besonders viel Weizengras drin. Das heißt frisches Weizengras aus dem Garten, was ich noch abgeerntet habe. Ansonsten gibt es jetzt zum Mittag die Reste meines Kohl, meines Zedernkohlsalates. Und ja, das Rezept findet ihr oben in der Infobox. Ansonsten lasse ich mir es jetzt schmecken. So, jetzt gibt es mal wieder ein richtiges Experiment. Und zwar habe ich hier eine Polenta-Pfanne mit allen Gemüse, was weg musste. Also von Champignons über Zucchini und Brokkoli und Spinat, alles immer Reste, Kohlrabi. Und ja, und dann habe ich halt ein bisschen Mangopulver reingemacht, ein bisschen Kakaopulver, ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Curry. Und also ist ein ziemlicher Mischmasch und ich bin extrem gespannt, wie es schmeckt. Und ja, das werde ich, also wenn das was Geiles ist, werde ich das auch in Rezepten wiederfinden. Ansonsten ziehe ich es mir einfach jetzt rein und gut ist. Ich habe gestern nur ein bisschen was davon gegessen, von meiner Polenta und was auch immer das war. Und ja, aber. Hat eigentlich gar keinen richtigen Hunger, ich wollte eigentlich nur die Nahrung verwerten. So, das ist jetzt übrig geblieben und jetzt werde ich wahrscheinlich, ich habe auch nicht so großen Hunger, aber ich werde jetzt ein bisschen was essen und im Laufe des heutigen Tages, glaube ich, die Pfanne leeren. So, zum Abend esse ich gerade nochmal Bananen. Werden so 6, 7 Stück sein und dann bin ich halt durch. Heute Morgen geht's wieder los mit einem Smoothie. Heute fangen wir mal von oben an, damit es nicht so langweilig wird. Granatapfel, normaler Apfel, Sellerie, dann Bananen, rote Beete, Pastinake, Petersilie, Grünkohl, Spinat, Bananen, Moringa, Gerstengras und Weizengraspulver, Neempulver, Ginsengpulver, frischer Ingwer, frischer Ginseng, Ginseng, frischer Ingwer, frischer Kurkuma meinte ich. Dann ungeschälte Hanfsamen, Buchweizen, MSM-Pulver, Erbsenprotein und Reisprotein und Brennnessel, Chlorella und Kelbalgen. So, jetzt gibt es eine. So asiatisches Gemüse, das habe ich mir warm gemacht. Und dazu habe ich eingelegten Wildreis, also Wildreis in Rohkostqualität quasi. Ja, einfach 3 Tage in kaltem Wasser eingelegt. Das habe ich jetzt dann hier zusammengemischt und ja, und das lasse ich mir jetzt schmecken. So, und jetzt zum Abend gibt es noch ein paar gegrillte Tofuscheiben mit ein bisschen Soße. So, jetzt gibt es eine Pfanne, selbst geerntete Kürbis mit Sesam, mit Zedernüssen, Champignons, Zwiebeln und einfach nur geil.